Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdoms Reborn. Es ist Winter geworden und die kleinen Einwohner packen die Medizin emsig in ins falsche Lagerhaus. Cool. So, weg damit. Was ist denn mit denen? So, ich hoffe jetzt ins Richtige. Brauchst wohl mehr Schulen, wa? Ich glaube auch. So, bald habe ich alle Lagerhäuser komplett durchsortiert. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Es würde, glaube ich, auch gehen, wenn man einfach 50 Lagerhäuser so macht. Wäre wahrscheinlich derselbe Effekt. Oh, nice, wie die jetzt aber die Medizin alle dahin transportieren. Das sieht aus wie 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Das sieht aus wie so ein Weihnachtsumzug oder so. Oder so ein Laternenfest. Cool. Die laufen ja alle mit so Red Nose Day rum. Hey, ich kann Steinstraßen machen. Was kannst du machen? Ich kann jetzt Straßen aus Stein machen. Hasen aus Stein? Ach, Straßen aus... Was? Wie? Hasen. Ich weiß es nicht. Cool. Oh, das brauche ich unbedingt. Mal testweise ausprobieren hier. Da gehen die Einwohner bestimmt schneller, oder? Ja. Oh, das brauche ich unbedingt. Wo gibt's das? Ich habe keine Ahnung, wie ich das bekommen habe. Das hast du bestimmt Tobi, auch. Versuch dich zu erinnern, Tobi! Das hast du auch schon. Das ist ja cool. So. Ob ich gerade das ganze Lager umbaue, ist glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Nicht, dass deine Leute noch einen Lagerkoller kriegen. Im Moment wirklich. Das ist nicht gut, Erik. So, Medizin ist alles eingekerchert hier oben. 485, nice. Das ist fast die gesamte Medizin. Irgendwo sind noch drei Pullen. Ich weiß nicht genau wo. Puh, jetzt bringen sie die Steine alle da rein. Oh, ist das nice. Oh, alles sortiert, Tobi. Das ist mein innerer Monk. Jubelt gerade. Aber hier ist noch ein Holz drin. Ich hoffe, das kommt noch raus. Ist das schön. Dann kann ich das hier wieder abreißen und baue dann noch ein weiteres Lagerhaus hin, wenn ich es überhaupt brauche. Eventuell reicht das hier alles schon. Dann kann ich ja vielleicht noch weitere Felder hinbauen oder was auch immer. Was auch immer. Ich könnte jetzt Fleisch hinbauen zum Beispiel. ...3000 pro Lagerhaus. Das heißt, dieses Stück würde 3000 beinhalten. Obwohl sonst nur 1080 hinpassen. Also Lagerhäuser lohnen sich unglaublich. Die sind eine unglaubliche Platzersparnis. Na, eine Goldmine. Ja, toll, eine Goldmine. Ja, was soll ich denn mit einer Goldmine? Ich habe kein Gold. Tobi, gönne doch mal eine Goldmine jetzt. Ein Goldsmelter. Ja, willst du mich jetzt komplett verarschen, oder was? Tobi. Erik, bitte. Warum gönnst du deinen Einwohnern nichts? Weil wir nichts haben. Wir hatten ja nichts. Na eben. Wir hatten nichts. Hatten nichts und wir haben nichts. Hatte nichts. Hatte nichts, habe nichts. So, hier mache ich auf jeden Fall ein Lagerhaus trotzdem hin für die Dinger. Das kommt hier weiterhin hin. Weil hier die Felder sind, hier ist das Ding, dann haben die super kurze Wege. Mit Eingang dahin, dann bringen die das alle rein und dann hier rein. Huch! So, was gibt's denn hier Schönes? Ja, was soll's. Hast du Bienen? Nein, ich mag Bienen. Entschuldigung, das war... Ja, es tut mir leid. Nee, habe ich leider nicht. Wieso? Ich frage mal. Hast du Bienen? Achso, nee, doch, habe ich. Entschuldigung, habe ich, ja. Ich habe einen Imker. Okay. Ich weiß aber immer noch nicht genau... Also, Honig ist halt Nahrung. Ach, das ist... Okay, das zählt auch zur Nahrung, alles klar. Ja. Nicht zu Luxus. Leider, wie ich bemerke, leider.
glaube, ich brauche sogar zwei Lagerhäuser für Früchte. Oh, cool. Danke, Windows Game Bar. Seufz. Ich weiß schon mal, warum das sonst immer ausgeschaltet war. So. Die nächsten Lagerplätze sind frei. Wieso kann ich die Scheißmine hier nicht hinsetzen? Das verstehe ich jetzt nicht. Eine Scheißmine, Tobi. Überleg dir mal, wie du redest mit deinen Leuten. Ja, das ist eine Scheißmine gerade. Ach so, okay. Baust du Scheiße ab da drin? Diese komischen alten Lagerplätze. Wieso hab ich so gebaut? Weil ich es nicht besser wusste. Okay, jetzt räumt doch mal den Honig weg, Leute, und das bisschen Fleisch. Kann doch nicht angehen. Da ist ja immer noch was. Leute, räumt doch mal weg jetzt eure Scheiße. Was liegt denn überhaupt? Lamm. Da liegt totes Lamm. Einfach so, auf dem Boden. Aber für die reicht's ja. Leckeres Schmack. Bestimmt saftig. Saftiges Lamm. Saftiges Lamm. Entschuldigung. Hier ist noch ein Fruit Gatherer, der müsste aber weg. Fruit Gatherer, Tobi? Ja, ich habe es gesagt. Fruit Gatherer? Fruit. Dafür baue ich hier einen hin. Oh, das sind noch Steine, die müsste ich wegräumen. Wobei, es ist, glaube ich, egal. Dann kommen da weitere Häuser hin. Oh Gott, das wird spannend. Taverne hat dieses Umkreis. Oh Mist, da komme ich ja da in Schwuditäten. Bitte was? Tobi, ich komme da in Schwuditäten. Ja. Okay, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, okay, hier ist alles. Ah, wunderbar. Ein Träumchen. Hinfort. Jetzt das nächste Warenhaus. Oh, richtig. So. Was mache ich denn da mal rein? Essen. Ja, ich habe überlegt, ob ich da vielleicht diverse Fleischsorten reinmachen. Oder vielleicht Bier erstmal, aber ja, Bier könnte ich dann sogar verkaufen als Luxusgut. Kostet aber nur 8. Aber trotzdem wäre nicht schlecht. Ja, vielleicht, ich mache da erstmal Bier rein. Fleisch kommt daneben. Ich freue mich schon auf das Lagerhaus mit Cannabis. Oh, das... Da wird bestimmt ständig eingebrochen. Eine grüne Wolke einfach oben die ganze Zeit drauf. Irgendwer wirft eine Fackel rein oder so. Die ganze Stadt ist glücklich. Der Smiley ist auf 330. To the world. Trading Point. Lagerhaus. Oh, okay, ich hoffe, da ist Lagerhaus mit dabei. Komm, dann kann ich gleich das nächste machen. Gibt es hier auch Lager? Ja, wunderbar. Wie anders das aussieht mit Steinen, Steinwegen auf einmal. Ich muss gleich mal bei dir gucken und neidisch sein. Das wird ganz modern. Wie hast du das freigeschaltet? Einfach so? Ich habe keine Ahnung.
Du hast das doch bestimmt auch schon, oder? Nee, nicht. Also ich hab keinen einzigen Steinweg. Ich kann nur... Intercity Road. Nee. Nee, ist es nicht. Intercity Road is built road to connect with other cities. Da kann ich außerhalb vom Territorium bauen. Oh, Deepwater Embark. Coastal provinces across the sea. Ja, gib mir. Gib mir. Hier hin oder lieber doch woanders hin? Ich glaube, hier mache ich mal. Diese Bricks sind sonst hier drin, ne? Ja. Ich glaube, die mache ich dann mal hier hin. Bricks und Pottery eventuell? Was zum Teufel? Oh, das glaub, da ist, glaube ich, egal. Ich glaube, das ist okay, wenn das da ist und dann wird es dahin gebracht. Und die Bricks werden dann hierhin gebracht. BZW auch in die Pottery, aber die Bricks brauchen wir ja auch so zum Basteln. Pottery hingegen ist Luxusgegenstand, glaube ich. Ja, Tier 1. Für Tier 1 würde ich ein Lagerhaus... Okay, Bier kriegt ein eigenes Lagerhaus. Okay. Steinstraßen-Tobi. Wie hast du es geschafft? Ich weiß es nicht. Hast du die echt noch nicht? Hast du vielleicht relativ früh Pottery gemacht, eventuell? Nee. Hab ich nicht. Ich hab keine Pottery. Okay. Das ist doch bestimmt mit dem einen Upgrade da vorbei gewesen. Du bist doch Town-Level, bist du doch schon weiter als 4, oder? Du hast es ja. Ja. Hast du es noch nicht? Nee, ich hab. Also nicht, dass ich wüsste. Ich hab's nicht gesehen. Die Steinstraßen sind beim Hammer, ne? Da, wo du Infrastruktur baust, einfach. Genau. Okay. Stone Road. Nice, ich guck mal kurz bei dir rüber. Ja, dauert eh noch hier. Gott, ob ich hier irgendwas freigeschaltet habe, was du vielleicht noch nicht haben könntest. Für eine Medium-Karte ist die Karte ganz schön klein, ne? Ich brauche mal 30. Ja. Brauchen wir 30 Jahre, bis ich bei dir rüber bin. Oh, nice, Tobi, geil! Ja, voll geil. Oh, sieht das schön aus. Richtig nice. Aber kostet auch gut Steine. Also, der Steinvorrat ist jetzt schon... Deine Hunter Lodge, ne? In der Innenstadt. Ja. Wie viel produzierten die? Hunter... Gar nichts mehr. Die kann weg. Ah, okay. Die belegt nur Arbeitsplätze, ne? Wenn da Leute sind, wenn da noch Leute arbeiten, belegt ihr das wichtige Leute. Ich dachte, die geht irgendwann automatisch aus, wenn da nichts mehr kommt. Kannst du draufklicken und wenn ihr ein Männchen... Nee, bei dir sind zwei Arbeiter drin. Das seh ich sogar. Du hast zwei Arbeiter da drin. Leck mich doch am Arsch, weg mit dem Scheiß. Hier, deswegen, zack, ab. Deswegen reiße ich bei mir die alte Scheiße immer sofort ab. Wenn das nicht mehr produktiv ist, gleich weg damit. Das belegt nur wichtige Leute, die sonst woanders anpacken könnten. Müssen. Nicht können. Gehen automatisch weg, wenn da nicht mehr gearbeitet werden kann. Ja, denkt man sich so, aber nein. Was für Lumpen? Sitzen sie da die ganze Zeit und machen nix, oder was? Unfassbar. Blacksmith Hammer. Cheap Reroll ist mir egal. Silk Road ist es ja nicht. Shallow Water Embark. Hast du vielleicht irgendwas... Hast du irgendeine Wissenschaft gemacht, dass du es bekommen hast? Ich guck gerade mal. Ich habe Cattle Ranch gemacht, das hast du ja auch. Mhm. Darf ich noch das Quarry Improvement? Das habe ich nicht. Ich habe House Adjacency. Okay, das habe ich nicht gemacht. Market habe ich davor in der Ära. Medizin Maker, Sheep Ranch und Shallow Water Embark, ist klar. Aber sonst habe ich das ja auch eben erst bekommen. Okay, dann liegt es nicht daran. Ich überlege gerade. Habe ich das vielleicht bekommen, weil ich drei Quarries habe? Oder hast du auch drei? Nee, habe ich nicht. Ich habe drei Quarries gebaut. Okay, da muss ich mal gucken. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu, Tobi. Jetzt fällt er hier gleich ein. Ich will nur die Straßen haben. Der Rest ist mir egal.
aber ich habe 10.000 Influence Points dagegen zu setzen. Komm ruhig. 24.000. Ich hasse dich. Ich hab aufgeholt. Ich spiel doch heimlich weiter, kannst du mir doch nicht erzählen. Nee, ich habe 2 Baracken gebaut und mache aus Holz Influencer Points. Diese Archer Barracks. Guck ihn dir an. Die machen aus Holz Influencer Points. Ich dachte, vielleicht brauchen wir die mal irgendwann. Guck ihn dir an. Oh. Reward Card Master Potter. Hast du schon Haus Level 5? Ja. Okay, wenn du das lebst, dann auch nicht. Oder? Nee, warte mal, sind das die. Nee, Haus Level 4. Nee, Haus Level 4. Okay, dann habe ich deshalb vielleicht die Steinstraße bekommen, weil meine Häuser sind fast alle Level 5. Was? Ja. Was? Was hast du denn gemacht? Wein. Wein! Wein! Boah! Oh, und ich hänge hier. Mein Lager! Toll, ich habe jetzt eine Master Pottery Card gewonnen. Potter's Gain plus 20 Efficiency. Angst Potter? Die will ich nicht. Was soll ich mit der Karte? Voll die Arschkarte. Was ist denn Gemstone? Was ist das? Ein Diamant eigentlich. Ja, habe ich hier nicht. Da habe ich eine Mine für Gemstone gekriegt. Kannst du dir schieben, Junge? Nice. GG. Okay, Fishing Lodge, bla bla bla. Kein Glück. Service Building. Ja, ist egal. Okay. Ich glaube, wir brauchen schon wieder neue Häuser bald, ne? Das nimmt langsam Ausmaße an hier. Hier könnte ich Häuser hinbauen. Ah, das ist Cabbage. Später. Ich hoffe, ich habe bald das Fleischlager. Fleisch. Tobias, Fleisch. Fleisch. Was sollte hier rein? Ach, da kommt Bier rein. Okay, cool. Dann würde ich sagen, die Brauereien. Set Delivery Target da rein. Set Delivery Target da rein. Und die hier. Disallowed jetzt mal all. Dann haben wir das auch frei. Junge. Na, das kann ja was werden hier. Honig hin. Hier müsste eigentlich reichen, oder da? Honig. Mann. Erik, ich sag dir das. Das wird noch spannend. Wein, ja? Mhm. Das wird ja komisch hier oben. Naja, egal. Eine Weinerie. Macht Leute leider sehr unglücklich. Würde genau dahin passen. So, Windmill Tavern, nochmal eine Winery. Okay, free. Wildcard. Welche mit Wildcard? Achso. La, da, da, da. Brick. Clay will ich ja gar nicht drin haben. Clay reicht da. Clay müllt mir nur alles zu. Aber Bricks. Bricks sind die richtig harten Dinger. Die sind geil. Ja, die sind super. Die Welt braucht mehr Bricks. Okay. Dann kann das Ding hier mal auch schon wieder weg. Das andere eigentlich noch nicht. Das hier.
Distillerie. Und da kommt dann Fleisch hin. Fleisch. Lecker Fleisch. Vor das Industriegebiet bald. Lunden. So. Ein Mensch stirbt, ein neuer kommt rein. So ist der Kreislauf des Lebens. Ein Sir. Mensch stirbt, ein Immigrant kommt rein. Und immer noch 37 Kinder hier irgendwo. So, dit Bier. Ist fast schon alles da drin. Bald ist hier richtig aufgeräumt. Oh, ist das ein Traum, Tobi. Boah. Mein innerer Monk ist so zufrieden, ne? Ja, das glaube ich. Ein Lagerhaus für je ein irgendwas. Wobei, Fleisch ist ja gemischt. Gemischt mit Öl. Und dann kümmere ich mich mal ein bisschen um Wein. Zumindest erstmal Felder. Oh, ist das schön. Ich könnte den ganzen Tag zusehen, wie andere Leute arbeiten, Tobi. Toll. Das ist ein befriedigendes Gefühl tatsächlich, ja. Hab mich gerade ein bisschen festgeguckt tatsächlich. So, oh, wie schön jetzt alles wegräumen und so. Oh. Okay. Die hier rumlaufen, ne? Hm? Sind schon so kleine Sklaven irgendwie, ne? Bisschen ja, ne? Muss man ja auch mal zugeben, ganz offen. Ja, finde ich aber in Ordnung, tatsächlich. Ja, ich meine, ist ja auch freiwillig. Das kommt ihnen ja auch zugute. Ja, man bietet denen ja halt auch was, ne? Richtig. Zum Beispiel frische Luft. Die gibt's, ja, sonst nicht. So, Fertility da oben ist wesentlich besser. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mal 8 ist das, okay. So. Oh, nice. La, 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 la. So. Dann gleich nochmal. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Zack. Bin mal gespannt, was sie da oben fabrizieren. So, hier sieht es ja inzwischen schon viel sauberer aus. Toll. Toll, wie das langsam wird. Dann können die Brauereien ja auch fröhlich weiter brauen, tatsächlich. Die brauen mir Südfrüchte ein bisschen weg im Bier. Uff. Das Mehl kommt langsam weg. Das heißt, die Bäckereien sind auch fleißig am Schuften. Wir kriegen langsam mehr Brot, aber wirklich langsam. Ich muss immer noch diese scheiß Papierfabrik bauen. Oh. Hast du die noch nicht? Nee, hab ich ganz vergessen. Was kommt hier rein? Nichts. Okay, cool. Man verliert manchmal auch ein bisschen Überblick. So, jetzt aber. Hast du eine? Ne. Eigentlich braucht man die auch nur so für Verträge, wenn man mehrere Gebäude hat, die man gleichschalten will irgendwie. So, die sind alle happy, das ist gut. Du brauchtest das aber auch irgendwo. Hm? Um abzugraden, brauchtest du irgendwo Papier. Ich glaube, die Bäckerei ist das, ne? Ist das die Bäckerei? Muss ich mal gucken. Ja, du brauchst bei der Bäckerei Papier, um es abzugraden. Ja, genau, das meine ich ja. Das ist diese Gilde. Damit kannst du in Reihe schalten. Das wollte ich. Genau deswegen habe ich das gerade gebaut. Das ist der einzige Grund, weil ich die Bäckerei ein bisschen besser machen will. Ja, Warehouse. Oh, geil. Jetzt habe ich zwei Warehouses, die ich noch bauen kann. Geil, Tobi. Weil? Los, räumt das Bier weg. Los.
Ihr Tu-nicht-Gute. So, disallow all. Disallow all. Die haben wir schon, glaube ich, ne? Prima. Was ist jetzt mit dem Restbier? Sag mal, könnt ihr das mal wegbringen? Ach so, ah, ich glaube. Ich glaube, wenn ich Häuser mit Prio mache. Ich mache inzwischen automatisch Prio, wenn ich Häuser baue. Dann bringen die erstmal die Prio-Sachen weg. Okay. Bevor die Lager leer räumen. Na, ist schon cool. Okay, ist die letzte Stufe übrigens. Die nächste Stufe ist die letzte Stufe bei dem Town-Dings da. Also nach 30.000 kommt noch ein oder was? Nee, da kommt nichts mehr. Das war's. Ah, du bist schon ausgebaut jetzt? Ja. Okay, der, vielen Dank. Der Traum ist geträumt, man kann nicht weiter ausbauen. Ich dachte, da kommt noch was mit 100.000 oder so. Hätte ja sein können. Darf nicht vergessen, das Spiel ist immer noch in Early Access, ne? Ja, das stimmt. Das ist schon echt weit, also das ist krass. Also für einen einzigen Entwickler ist das schon echt, echt gut. Voll geil. Krasser Typ. Ich habe nichts als Respekt. Ich möchte seinen Fuß küssen. Aber ich probiere jetzt mal, das Lager abzureißen. Vielleicht ein bisschen an seinem Zehennagel lutschen. Was? Erik, bitte. So, okay, das geht. Dann mache ich hier Fleisch rein. Fleisch. Ist ein Warehouse ein Industry-Gebäude? Weißt du auch nicht, ne? Ich glaube sogar ja. Ja? Ich glaube, ich habe das auch mit Industry-Card gebaut. Eins. Das wäre ja... Ich mache aktuell nichts anderes. Ich bastle nur in meinem Lager rum. Entschuldigung, dass hier nicht weitergeht bei mir die ganze Zeit. Ist es aber tatsächlich gar nicht. Schade. Oh, das tut mir leid. Kein Stress, das war... Ich schwöre, das war nicht extra, Tobi. Nein, war es wirklich nicht. Ich guck mal bei Service, vielleicht ist das bei Service? Naja, auch nicht. Okay, dann. Ich hab einfach... Mist. Also bei Wildcard gibt's das auf jeden Fall. Na, ich hab eine Wildcard, nice. Alles klar, cool. So, ja, das Bier wurde abgeholt, cool. Man kann übrigens Lager abreißen, wenn noch was drin ist. Dann sind die ganzen Sachen liegen da rum als gedroppt, einfach nur. Okay. Ding, ding, ding. Ding. Bling. Ba, ding, dang, ding, dang, dong. So, Pottery. Okay, ach ja, mach doch mal hin, ne? Ich bin so ungeduldig, ich will direkt alles machen. So, was haben wir denn da? Market, Iron Mine, Coal Mine. Und schon der Paper Maker. Ja, nein. Industry Wildcard war es nicht, ne? Nee. Ich habe einfach irgendeine eine normale Wildcard genommen. Die hatte ich dann gerade. Okay. I can tell you. Alles klar. Noch eine Wildcard. Zugestiegen dabei sein. Ach cool, die Wildcards kann man ja. Man kann alle Karten übrigens stacken, ne? Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ja, ich habe zwei Flutgatherer mittlerweile und ich wusste davon nichts. Okay, ja, ist mir auch erst heute bei der Aufnahme aufgefallen. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei Wildcards unten im Set. Also Wildcards kannst du immer kaufen, dann kannst du immer Gebäude kaufen, die du haben willst. Das ist schon nice. Ich finde das Kart anfangs echt irgendwie so ein bisschen... Aber mittlerweile finde ich es echt nice. Mhm. Freut mal. Ich war auch erstmal sehr skeptisch. More Worker Slots. Production 0. Consumption. Okay, da warte ich noch mal ein bisschen ab. Bevor ich mehr Worker reinbaue. Das reiße ich auch schon mal ab, ganz ehrlich.
So, was war hier? Das war Fleisch, okay. Hier würde ich dann gerne ein Warehouse bauen. Und zwar so. Blub. Und da kommt nur rein. So. La 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 la. Okay, da wir das Fleischhaus jetzt haben, Tobi, ich habe ein Fleischhaus. Möchtest du mein Fleischhaus besuchen? Das war ja schon immer dein Traum gewesen, ne? Das ist absolut wahr. Freut mich, dass du dir den wirklichen Grund hast. Dann mache ich da gleich Disallow All und dann ist das Fleischlager nämlich weg. Was ist das schön? Ach schön, das hier kommt auch bald weg. Bald ist alles sortiert, bald ist alles ordentlich hier, Tobi. So wie es sich immer, so wie sich Gott immer gewünscht hat. Sicher, dass der sich das immer gewünscht hat, so? Geht hin und baut Lagerhäuser für zwecks einer akkuraten Sortierung. Okay. Alter, ich habe sehr viel Fleisch, glaube ich. Ich hoffe, ich kriege das heute alles unter in einem Lagerhaus. Fleisch ist doch auch gut, oder? Kann man brauchen. Ich habe sehr viel Schwein. Gehabt. Ich glaube, ich sollte ein Lagerhaus nur mit Schwein machen. Oh, ist aber schon Rind drin. Naja. Da macht man wohl nichts. Ich glaube, ich brauche zwei Fleischhäuser. Das klingt ein bisschen eklig, ey. Tobias, komm doch mal in mein Fleischhaus. Ich möchte einen Tee mit dir trinken. Nein. Klingt wie ein vernünftiger Vorschlag, den jeder machen würde. Natürlich, ja, aber nein. Nein? Nein! Eigentlich könnte ich Lamm auch da unten lassen, dann zehren die da auch noch von. Ach, die brauchen das ja gar nicht. Oh, apropos. Oh, 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 oh. Ich frage mich, dieses Geräusch, wenn man Häuser upgradet mit dieser Stone Isolation, dieses dö-dö-dö-dö, das klingt ein bisschen wie bei Siedler 2, wenn man so Berge erforscht hat nach Rohstoffen. Ich weiß, welches Geräusch du meinst, ja. Ich frage mich, ob das vielleicht... Es klang aber auch irgendwie mit Age of Empires sehr vertraut, dieses Geräusch. Bestimmt alles Absicht. Hat der Entwickler das etwa geklaut und hat da keine Lizenz für? Hat der Entwickler etwa vorher Aufbauspiele gespielt? Hä? Boah, das wäre schlimm. Das wäre... Also ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob ich sowas supporten möchte. Nee, also da hört es dann halt auch irgendwann auf mit dem... True Story, Bro. True Story. Cool, ich hab ne Brücke, aber der Einwohner fliegt über den Fluss. Hä, du hast Jesu bei dir in der... Okay, ich glaube, ich muss noch einen Weg hinbauen, ne? Also, ich muss hier nie aus... Gather, gather mal den Stone. Gather, gather mal den Stone. Gather mal den Stone. Gather, gather mal den Stone. Gather mal den Stone. Gather, gather mal den Stone. Das ist echt, das ist ein Rap, ne? Also weißt du, wer den Stone gathert? Hm? Emma. Wow. Ich muss kotzen. Wieso? Emma Stone ist doch super. Hm? Fühlst du dich jetzt, ist das wieder so jetzt die Uhrzeit, wo du dich mehr lustig fühlst oder was? Du kannst auch schon gemein sein, ne? Hä? Ist schon manchmal hart mit dir. Warum bist du so, Tobi? Das ist... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Tobi! Warum bist du so? Liegt es etwa an deinem unerfüllenden, hanebüchenen Leben? So, warte. Set Delivery Target, da rein. Set Delivery Target, da rein. Yeah, Set Delivery Target, da rein. Alles da rein.
Junge, ich mach jetzt Farmer. Ich steig jetzt in die Großfarmer ein. Finde ich gut. So. Und hier, Manage Storage, alles weg. Das könnt ihr alles rübertragen. Rabimmel, rabammel, rabum. Dann ist wieder Platz für mehr. Vielleicht mache ich hier eine kleine Fleischallee. Ja, ich mache eine Fleischallee, Tobi. Ich mache nicht hier oben Fleischhaus, ich mache hier eine Fleischallee. Das ist näher bei den Feldern. Also bei den, ne? Mhm. Und man kann da entlang schreiten und es riecht einfach herrlich. Ja, finde ich gut. Mach das mal. Der Metzger am Morgen, er schlägt auf die Kühe. La 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 la. Das ist eine Disney-Serie, kennst du vielleicht? Ja, ja. Die Gummibärenschmande oder was? Metzgerbärenbande. So, okay. Sind die Felder da oben fertig? Sind die Felder da oben fertig? Das wäre mir wichtig. Ja, sie scheinen es zu sein. Also baue ich da Wege drumrum. Und Sauen gibt es auch. Oh, ich könnte hier einen Jäger hinbauen. Das wäre eine ganz formidable Idee. Ja, wie mache ich denn hier hin? Okay, scheiße. Aha, aha, I see, I see. Ja, egal, ich mach die hier hin. So, okay. Oh, wir sind bloß bei 37 Minuten. Oh, huch, was? Oh. Ja, das ist nicht gut, ne? Oh, gut, ich mein, ne? Das ist wahrscheinlich nicht so gut, wie es sich anfühlt. Ja, dann, warte mal, hier ist Beef drin. Ich mach hier mal schnell Pork raus. Pork. Spider-Pork. Spider-Pork. Pork mach ich da raus. Und Lamp auch. Ich mach da nur Beef. Beef zieht später aber noch um. Oh, hier oben ist auch... Oh, Tobi, da oben ist ja auch alles... Oh. Herrlich, Tobi, herrlich. Herrlich. Da geht es ja überall weiter hier gerade. Noch ein schönes Lagerhäuschen, Kabäuschen. Prima. Ja, dann würde ich sagen, Tobi, nächste Folge oder was? Ja, hören wir uns dann, ne? Würde ich sagen. Ja, nächste Folge. Tobi, freue ich mich drauf, ne, dich wieder zu hören in der nächsten Folge. Immer schön, dich zu hören. Das beruht auf absoluter Gegenseitigkeit. Ach, Tobi, du kannst so charmant lügen. Ich mag das gerne. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Und ja, dann bis zur nächsten Folge, wo bestimmt alles noch viel toller wird. Geil. Ja, geil. Ja, tschüss. Tschüss.